Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauer ohne Hof. Ich bin so der Dietmar, freut mich, dass ihr mit dabei seid. Wir haben einen wunderbaren Morgen. Die Kids sind alle außer Haus, deswegen habe ich Zeit. Mein Plan gestern war ja ein bisschen ambitioniert, mit drei Sachen gleichzeitig zu machen. Nachdem das knapp drei Stunden gedauert hat mit den Brombeeren und mit dem allem drum und dran. Video hier oben. Also mache ich heute Morgen mal, was ich gestern vorhatte, meine Bodenplatte vom Stall. Wie immer, das machen Sie danach im Intro. Also bleibt dran, bis gleich. Die Kids sind nicht da. Die Frau hat sie mitgenommen heute. Und bei dem Wetter, schön, wir haben jetzt 2 Grad, Sonne, einwandfrei. Versuchen wir mal hier unsere Bodenplatte zu machen. Erstmal alles aufdecken. Es ist übrigens auch überhaupt nicht windig heute. Das heißt, der Ton ist hoffentlich gut. Weil das nervt ja schon, wenn man immer nur die Hälfte versteht. Ne? So, wie ihr seht, hier müssen wir eine zweite Auflageplatte machen, weil wir quasi 2 längs machen und die letzte machen wir quer. Und so, dass die hier genug Auflagefläche hat, müssen wir hier gucken, dass da ein zweiter Balken noch mit verschraubt wird. Das mal grob auslegen, so ist nachher hin so. Also die Seite hier, meine Seite, ist die, nach der wir uns richten. Da sind die in einer Linie. Und deswegen, ich gucke hier, dass die hier bündig sind und dass es hier anliegt. Und dann mache ich mal eine Schraube vorne und eine Schraube hinten. So, seht ihr, einmal auf der gleichen Linie vorne hinten, so, jetzt mache ich da immer Schrauben rein und werde es auch noch einmal mit einem Bolzen verbinden, also dass quasi Anhängergestell diese 6x6 und die OSB-Platte mit dem Anhänger verschraubt sind, also richtig verbolzt sind. Und den Rest werden wir einfach schrauben. Ich hole euch wieder, wenn die hier sitzt. So, Nummer 1 sitzt. Überall Schrauben drinne, unten auch alles in Ordnung, jawohl. Als nächstes schieben wir die zweite ran, so dass die Fuge in die, ich weiß nicht, wie man das nennt, dass es halt zusammenpasst.
So, Platte 2 sitzt auch. Es geht ja ratzfatz heute. Gut. Hier unten passt auch wieder. Sogar gar nicht schlecht. Genauso wie geplant. Das Einzige, was wir haben, ist, dass jetzt hier ein bisschen Spalt ist. Aber das werden wir wahrscheinlich nachher mit dem Haus wieder gerade machen. So, dass man da den Balken drauf macht. Ansonsten ist es halt, gerade kann jeder. Das geht hier sowieso nicht hier draußen, weil, wie gesagt, das ist alles uneben. Der Anhänger ist alt und verbogen. Wir gucken einfach, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen hinkriegen, dass es halt auch nachher hält auf jeden Fall. Jetzt machen wir noch die dritte Platte. Und dann geht der schon mit dem Aufbau los. Cool Bananas. Übrigens, wenn ihr noch eine Frage habt, montags, die Montagsfrage erklärt in 60 Sekunden. Schreibt einfach einen Kommentar. YouTube Shorts nennt sich das Ganze. Habt 60 Sekunden Zeit, um euch was zu erklären. Also schießt los mit euren Fragen. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen alles zu beantworten. Jetzt machen wir es mal weiter hier. Also ich glaube, besser ist es, wenn ich diese Nut hier wegmache, abschneide, so dass es einfach gerade rangeht. Dann habe ich nämlich keinen Spalt drin, weil auf der Seite ist das Brett schon ein bisschen nass geworden. Und von daher kriege ich das eh nicht so zusammen, wie es eigentlich soll. Also besser absägen und Kante auf Kante gleich hinschrauben. Das ist immer, wenn man das so halb vorbereitet irgendwie anfängt. Natürlich meine Akkus zu Hause vergessen für die Kreissäge. Jetzt mache ich es gerade mit so einem Stechbeiter. Das wird ja wohl auch funktionieren. Eine Schärfe, die habe ich noch kaum. Eine hier zur Sicherheit. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. So, die letzte Platte ist auch geschraubt. So, das hat jetzt ganz gut funktioniert, dass man da die Fuge weggemacht hat. Ich werde die Schnittstellen aber jetzt noch mit Silikon oder mit so einem Montagekleber ausfugen, sage ich jetzt mal. Und dann ist der Unterboden fast fertig. Jetzt werde ich noch die verankern mit dem Anhänger, was ich vorhin gesagt habe. Erstmal muss ich jetzt aber meine Tochter abholen. Das heißt, wir machen eine kleine Pause und heute Nachmittag wird es verankert.
Und dann ist eigentlich schon dieser Schritt fertig. Dann geht es mit dem Aufbau los. In dem Sinne, Like da lassen, Kanal abonnieren, Glocke drücken, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr ja nichts verpasst bei unserem schönen Mobilstallbau. Ich gehe kurz meine Tochter abholen. Wir sehen uns gleich wieder. Und wir sind zurück aus der Mittagspause. Es hat geschmeckt. Es gab Lasagne. Wir machen weiter. Hab schon ein bisschen was vorbereitet. Einmal durchbohren bitte. Fangen wir an. 4 pro Platte wäre ideal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe es jetzt richtig fixiert. So, unten. Jawohl. Jetzt haben wir natürlich den Anhänger nicht mit verbunden, weil dafür war mein Bohrer zu klein, beziehungsweise zu kurz. Aber das ist so stabil, da wird so schnell nichts mehr wegfliegen. Jetzt gerne würde ich hier noch in der Mitte 2 Stück reinmachen. Dann muss ich mich aber unter den Anhänger legen. Das werde ich wohl oder übel machen müssen. Das ist sicherer. Einfach weil hier in der Mitte das auch schon so ein bisschen gewölbt ist. Ja, macht Sinn. Jetzt auch nicht wundern. Na, die Köpfe sind ja im Stallinneren. Hier. Das macht nichts. Da kommt nachher eh noch ein Streu rein und alles drum und dran. Und dann ist die Sache gut. Jetzt mache ich, glaube ich, das noch kurz fertig und versuche mich da unten drunter zu legen. Was man nicht alles macht, um im Fernsehen erfolgreich zu sein. Der erste ist drinnen hier, die anderen 2 geht leider nicht, weil zumindest mit keiner Gegenmutter, weil da der Stahlträger im Weg ist. Das heißt, ja, scheiße. Naja, Job well done für heute. Super, die Bodenplatte sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Da passiert überhaupt nichts mehr. Geil. 3,60 Meter mal 2,50 Meter in der Breite. So schaut er aus. Puh, coole Sache. Jetzt werde ich noch diese Holzbalken da unten kurz noch mit hier draufräumen, so dass wenn es regnet, nichts gebogen wird, wieder abdecken und dann war's das für heute.
So schnell kann es gehen. Die Bodenplatte ist drauf. Für heute reicht's. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dem Aufbau, Holz ist schon da. Es geht jetzt los. Jeden Tag kann es losgehen. Also Kanal abonnieren, ein Like da lassen, Glocke drücken, so dass ihr es nicht verpasst. Guckt auch mal die anderen Videos an, wie man den automatisieren, den Hühnerstall. Da habe ich hier oben schon mal ein paar Videos vorbereitet oder angefangen zumindest. Und auch hier wieder, ne, wir machen da den Kurs, den Online-Kurs, wie man den Schaltplan richtig erstellt, welche Materialien man braucht, um so einen Hühnerstall vollautomatisch laufen zu lassen oder so automatisiert, wie es geht, laufen zu lassen. Genau, ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Dietmar, der Bauer ohne Hof. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.